Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Rohstoffsektion der Formationstrader. Heute ist Sonntag, der 22. Juli 2018. Der Goldpreis ist in den letzten Monaten um 12% gefallen. Zuletzt sogar mit steigender Dynamik ist sie gefallen. Und ich mache ein Video mit dem Titel Gold, das kann der Boden sein. Mein alter Deutschlehrer hat jetzt gesagt, Hamid, bist du des Wahnes nackte Braut? Nein, bin ich nicht. Und ich möchte in diese Videoausgabe mit euch darüber sprechen, warum das der Boden sein kann, warum es aber noch gar keine Bodenformation im kurzfristigen Bild gibt, warum es mittel- und längerfristig der Boden sein kann und vor allen Dingen, welche Marken nach meinem Dafürhalten mit einer größeren Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen und Monaten halten werden und halten sollten und was passiert, falls sie nicht halten. Nun ist es ja so, ich persönlich, ich sage euch ja immer wieder, ich trade das, was ich sehe und nicht das, was ich denke. Also wir schauen auf Charts und traden charttechnische Konstellationen. Und doch muss man sich bitte klar machen, dass der Goldpreis nicht steigt, weil sie eine hübsche Chartformation hat, sondern fundamentale Eckdaten sind dafür verantwortlich. Und das möchte ich einmal mit euch ansehen und dann schauen wir uns den Chart an. Und bitte versteht, ich bin Trader, ich bin kein Wirtschaftsexperte und ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, das, was ich sage, ist richtig. Das ist meine Deutung, erstens. Und zweitens, ich weiß auch, dass es nicht wenige gibt, die sagen, oh, der Goldpreis ist unterbewertet, der wird künstlich niedrig gehalten, überall gibt es Krisen und der Goldpreis muss steigen. Ja, das ist das, was uns die Gold- und Silbergurus seit 7 Jahren erzählen und der Gold- und Silberpreis fallen immer weiter. Und ich bin da ja, was das angeht, extrem zurückhaltend und heute insbesondere blenden wir das aus und möchten auf andere fundamentale Eckdaten halten, die zumindest nach meinem Dafürhalten die entscheidenden sind. Ich bin gespannt, wenn ihr sagt, nee, das sind nicht die entscheidenden fundamentalen Eckdaten, sondern andere werden dafür verantwortlich sein, also andere fundamentale Eckdaten werden dafür verantwortlich sein, ob der Goldpreis steigt oder fällt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Wir können aber mit Sicherheit alle darüber einstimmen, dass wenn der US-Dollar steigt, dass dann eher der Goldpreis insbesondere in Dollar runtergeht und andersherum. Okay? Gut. Jetzt ist es aber auch so, dass der Inflationspreis, Verzeihung, die Inflationsrate eine starke Rolle hat, was die Goldpreisentwicklung angeht. Und wir haben in den USA steigende Inflationsraten. Wenn man sich das anguckt, im Januar 2,1%, im Februar 2,2%, im Juni sogar 2,9% über den Erwartungen und so hoch wie seit, ich glaube, 7 Jahren nicht mehr. Okay, das ist doch ein Wort. Warum ist es denn eigentlich so, dass der Goldpreis trotzdem zuletzt gefallen ist? Wir haben zwar die steigende Inflation, aber die Sorge, Achtung, die Sorge vieler Marktteilnehmer war und ist, vielleicht sieht die Fed ein Überhitzungsszenario und sie werde ihre Sprache, nämlich weitere graduelle Zinsanhebungen, also die Fed ist ja angetreten 2018, Ende des Jahres, für das Jahr 2018 mit 13 Schritten. Da hieß es damals graduelle Zinsanhebungen. Und dann hat die Fed ihre Sprache geändert und gesagt, weitere graduelle Zinsanhebungen. Das heißt, nicht 3, sondern 4. Und die meisten Marktteilnehmer, also über 60%, erwarten, dass es in diesem Jahr 4 Zinsanhebungen geben wird, wenn man den Projektionen der CME Group Glauben schenken möchte. Also, nochmal klar zusammen, steigende Inflation, aber einige Marktteilnehmer, nicht die Fed sieht, sondern die Marktteilnehmer glauben, die Fed könnte ein Überhitzungsrisiko sehen, so müsste ich das richtig sagen, und sie könnte ihre Sprache und ihr Vorgehen ändern. Und diese Annahme allein hat dazu geführt, dass der US-Dollar zuletzt deutlich angestiegen ist. Und das hat den Goldpreis unter Druck gebracht. Jetzt hat ja in dieser Woche der Fed-Chef Powell vor dem Senatsausschuss der Banken ausgesagt und hat am Dienstag gesagt, also die Risiken für die Weltwirtschaft sind ausgewogen. Man könne ganz schlecht nur vorhersagen, was der Ausgang des möglichen Wirtschaftskrieges sei und er sehe ein starkes Wirtschaftswachstum in den USA und das sei das Ergebnis von den positiven und hilfreichen Maßnahmen, die in den USA sowohl durch die Fed als auch durch die Politik ergriffen worden seien. So, daraufhin ist der US-Dollar erstmal weiter angestiegen. Er sagte aber auch am Folgetag zum Thema steigende Inflation, und da waren die 2,9% bewusst,
oder herausgekommen, ihm waren sie bekannt, hat er gesagt, er sieht die Inflationserwartung als ermutigend und sprach von weiterhin graduellen Zinsanhebungen und dass sie sinnvoll seien. Und er sprach von diesem, das ist ein neuer Begriff der FED, symmetrisches Ziel. Das heißt, die FED ändert nicht ihre Politik sofort, wenn die Inflationswerte anziehen sollten, also überschießend sein sollten. Man muss aber auch dazu sagen, zum Beispiel, als die FED ihre Ziele bei 2% hatte und die 2% nicht erreicht wurden, und da war ja Frau Yellen noch FED-Chefin und ich erinnere mich an einige Pressekonferenzen, da wurde sie, wie die Amis so schön sagen, von den Journalisten gerüstet. Da haben sie gesagt, ja, egal was sie machen, die Inflation zieht nicht an. So, wollen sie jetzt ihre Politik ändern? Ist Frau Yellen cool geblieben, hat immer wieder, muss man ihr lassen, mit einer Seelenruhe immer wieder erklärt, nein, wir glauben, dass durch unsere Politik die Inflation steigen wird und wir sehen 2% als wahrscheinlich und wir sehen es wahrscheinlich, dass der Ölpreis steigen wird und so weiter und so fort. Und sie haben damals ihre Politik auch nicht geändert und jetzt bleiben sie auch symmetrisch und sagen, okay, jetzt haben wir zwar anziehende Inflationswerte, aber wir glauben, dass unsere Politik es ermöglichen wird, dass die Inflationswerte im Schnitt nicht weit über 2% liegen werden. Ob sie jetzt diesmal auch richtig liegen werden oder nicht, das weiß man nicht. Man weiß nur eins. Okay, die Inflation zieht ordentlich an, aber die Befürchtungen, dass die FED die Zinsschraube noch stärker anzieht, ist unwahrscheinlich mit dem, was die FED gerade sagt. Und dann ist der US-Dollar unter Druck geraten. Und das hat den Edelmetallen in den letzten beiden Tagen geholfen. Das heißt, Leute, wenn wir uns jetzt die Charts angucken, bitte macht euch klar, bitte machen Sie sich das klar. Anziehende Inflation in den USA, aber nicht so stark anziehende Zinsen, auch wenn die Inflation überschießen ist, wenn man der Sprache der FED Glaube schenken darf, das bringt den US-Dollar ein bisschen unter Druck und das hilft dem Goldpreis. Wenn aber die Inflation weiterhin hoch bleibt und dann die FED sagt, nee, wir müssen jetzt doch die Zinsschraube stärker anziehen, dann wird das wieder dem Dollar helfen und dann könnte der Goldpreis runtergehen. Das muss man sich klar machen. Nun ist es so, dass aus technischer Sicht der Goldpreis in Richtung einer wichtigen Unterstützungszone angelangt war, nämlich 1200. Und wenn man sich das hier anguckt, wir haben seit 2013 eine Seitwärtsrange. So, und vielleicht erinnert ihr euch, diejenigen, die schon länger dabei sind, es gab ja einige Experten, die angefangen haben, hier so eine Linie zu ziehen und haben sie irgendwie hier schon gesagt, oh, hier kommt schon der Ausbruch, weil da irgendwie die Schatten, stimmt, erst wurden ja die Schatten miteinander verbunden. So war das. So, dann hieß es, oh, der Goldpreis ist ausgebrochen und dann kam der Markt wieder zurück, dann wurde die Linie dahin gesetzt, dann hieß es, oh, jetzt geht's aber los, ging irgendwie doch nicht so richtig los, dann hieß es, oh, jetzt geht's aber los, dann geht's doch wieder nicht los und ich sage euch ja, seid hier. Wisst ihr was? Damit der Goldpreis laufen kann, muss er die 1400 per Wochenschlusskurs hinter sich lassen. Punkt. Und wir haben hier eine Range. Zuletzt zwischen 1040 und 1370. Die Mitte ist genau die 1200. Und seht ihr, wie der Markt hier immer der 1000 immer hier kämpft, hier mal drunter, drüber, kämpft, drunter, drüber. Okay, jetzt wieder. Es ist eine wichtige Marke. Das ist so die Nulllinie wie bei Sinus, Cosinus. Nur, dass wir zuletzt uns deutlich häufiger drüber gehalten haben. Und das sagen ja viele, die sich den Chart angucken. Das hier könnte eine große Schulter, das hier könnte der Kopf. Und das hier könnte ebenfalls eine große Schulter sein. Das wissen wir aber erst, wenn der Markt hier diese Marken rausgenommen hat, dann können wir sagen, ja, das war eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Das prozyklische Signal gibt es erst immer, wenn diese Horizontale rausgenommen worden ist und nicht, wenn der Markt konsolidiert. Weil dann kann es nämlich auch sein, dass der Markt fällt, konsolidiert und weiterfällt. Worauf ich aber hinaus möchte, die Marken, die für mich ganz wichtig sind, einmal 1200, hier ist die 200-Wochen-Linie, hier ist eine horizontale Unterstützungszone und wir haben hier zwei FIBO-Zahlen. Einmal als die Rallye, als wir das Tief gemacht haben, von 2015 auf 2016, hier, die 61%, 1175. Und von der letzten großen Aufwärtswelle, ah, da sind wir genau dran. Jetzt kann ich es sehr gut verstehen, wenn ihr sagt, das ist doch willkürlich. Einmal nimmst du das und einmal nimmst du das. Was ist denn jetzt wahrer? Beides ist wahr. Leute, Charttechnik ist nicht Mathe, es ist nicht Physik, es ist ein Massenphänomen. Einige benutzen diese Welle und sagen, oh, hier ist eine Unterstützung. Einige benutzen diese Welle und sagen, oh, hier ist eine Unterstützung. Und da ist ja nicht nur, und bitte sich das klar machen,
Nehmen wir die 61er Retracements raus. Sondern wir haben hier ein Zwischenhoch, was hier so leicht unterschritten worden ist. Das heißt 1200, 1180. Das sind die Marken, die nach meinem Dafürhalten eine größere Wahrscheinlichkeit haben, zu halten in den kommenden Wochen und Monaten. Wenn diese Marken per Wochenschlusskurs 1180 insbesondere fallen sollte, sehe ich persönlich eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch nochmal wieder hier runterkommen werden. Nicht nur 1100, sondern durchaus wieder in Richtung 1070, vielleicht 1040. Das ist also die ganz entscheidende Zone. 200-Wochen-Linie, psychologische Marke, doppelte 61% Retracement-Marke. Okay, wenn man sich das aber auch hier einmal vom Trendverhalten anguckt, sehen wir Folgendes. Tief, hoch, höheres Tief. Okay? Das ist die große Welle. Und danach tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Aua! Schaut es euch an. Tieferes Tief. Zuletzt sogar im freien Fall. Tieferes Tief. Konsolidiert, tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief, nochmal tieferes Tief. Also von dem Boden, wenn wir jetzt hier in den Tag reingehen, ist hier nichts zu sehen, sondern nur fallende Kurse. Jetzt waren wir im Tief bei 1211 Punkten. Jetzt gibt es eine Bewegung. Keine Stärke bis jetzt wirklich in der Woche. Eine kleine Stärke, längere Schatten über den Tag. Man muss aber auch sagen, das war das letzte Tief. Das hat hier gehalten, das hat hier gehalten und wir sind durchgefallen. Das heißt, die erste Widerstandszone, die wartet im Bereich von 1242 Punkten. Und wir sind ein bisschen, naja, nicht nur ein bisschen, sondern wir sind sehr früh dran mit der Bodenbildung. Erstmal müssen wir gucken, ob die Bullen hier eine Art V-Formation hinkriegen. Also, ich falle, ich komme sofort wieder zurück. Ich nehme den Kampf mit der 20-Tage-Linie auf. Das wäre so das allererste, was ich sehen wollen würde. Dass der Goldpreis es schafft, in Richtung 1240 zu laufen. Für den Fall, dass jetzt in den nächsten Tagen diese Stärke wieder abverkauft wird und wir hier so es gar nicht schaffen, da hochzukommen, wäre schon mal ein erstes Zeichen der Schwäche. So, selbst wenn es den Bullen gelänge, an die 1240 ranzulaufen, hier ist die 20-Tage-Linie, ist eine horizontale Linie, ich sehe zumindest eine kleinere Wahrscheinlichkeit, dass der Markt sofort hier durchgeht. Und auch wenn das gelänge, also hier vielleicht ein, zwei Tage und sofort wieder durch, nächste richtig dicke Widerstandszone ist im Bereich von 1260. Guck mal, das ist hier Unterstützung, 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 egal ob Schlusskurs oder Schatten. Das ist eine Widerstandsmarke plus horizontal. Hält, fällt durch, ist Widerstand. Und die Frage ist, ob der Goldpreis hier eine Art, zwar nicht richtig gezeichnet, inverse Schulterkopf-Schulterformation bilden kann, um dann hier über die 1260 drüber zu gehen. Dann hätten wir erstes Ziel 1300. Darüber, wenn der Markt die 1300, 1306 mit der 200-Tage-Linie rausnimmt, dann geht es ratzfatz, meiner Meinung nach, in Richtung 1370. Oder, also so, oder ob der Markt dann wieder zurückfällt und hier erstmal wieder weiterläuft und dann kann er auch nochmal die 1180 sehen. Heißt, ja, der Goldpreis hat durchaus mögliche Unterstützungen, die durchaus interessant sind, aber noch keine Bodenbildungsformation. Und auch wenn euch das jetzt sehr viel erscheinen mag, oberhalb dieser Widerstandszone, spekulativ 1360, konservativ 1400, hat der Goldpreis, so wie ich den Chart einschätze, und wenn man sich anguckt, wie lange der hier konsolidiert, also das ist hier die spekulative Marke und konservativ dieses Hoch 1376, ganz konservativ 1400, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, relativ schnell und mit viel Dynamik dann hier in Richtung 1560 zu laufen. Deswegen, wenn man hier ganz langfristig etwas machen will, ist man in diesem Video sowieso falsch. Wenn man als Trader jetzt als Trader die Unterstützungen kauft und sagt, ich guck mal, ja, da habt ihr sehr viel möglichen Wert, aber keine hohe Wahrscheinlichkeit, erstens, und zweitens, ihr müsst echt lange aussitzen, weil der Chart gerade über die Woche wirklich schwach aussieht. Und deswegen würde ich, das ist das, was ich mache, ich persönlich würde jetzt hier einfach mal diese Formation abwarten und gucken, mit welcher Dynamik er gegebenenfalls das auf der bullischen Seite nimmt. Und dann können wir sagen, okay, wisst ihr was, das ist das Ziel oder das ist das Ziel oder das ist das Ziel. So, zusammengefasst, wichtige Unterstützungen, 1200, 1180. Ja, ich sehe eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass diese Marken halten werden. Ob wir aber jetzt mit der 1211 schon fertig sind,
oder ob der Goldpreis durchaus noch die 1200, 1180 noch sehen will, das weiß ich nicht. Das weiß ich schlichtweg nicht. Um diese Aussage treffen zu können, sehen wir noch oder sehen wir nicht mehr, brauchen wir die nächsten Tage. Es ist eine übergeordnete und sehr wichtige Unterstützung und es kommt ganz genau darauf an, aus meiner Sicht, zu gucken, was macht die Inflation in den kommenden Monaten und wie reagiert die Fed darauf und welche Zinspolitik hat sie vor. In diesem Sinne, falls diese Ausgabe für Sie hilfreich gewesen ist, für euch hilfreich gewesen ist, herzlich eingeladen, Kommentare darunter zu schreiben, zu sagen, du siehst es völlig falsch, andere Dinge sind wichtiger und auch technisch. Was seht ihr? Glaubt ihr, dass das hier in der Woche eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist, ja oder nein? Oder ist das hier alles bärisch und wir sehen hier dreistellige Preise bei Gold noch in diesem Jahr oder möglicherweise im nächsten Jahr? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und am allerwichtigsten und wie immer und vom Herzen wünsche ich euch und Ihnen, dass ihr hoffentlich alle gesund bleibt. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstätern doch bitte gewogen.